Kaum ein anderes Bild vermag, intakte Natur so gut darzustellen wie das Bild eines dahinsprudelnden Bergbaches. An jedem Stein verwirbelt sich das Wasser und zieht Luft in sich hinein. Das Wasser atmet. In der Eindrehung des Wassers erkannte der österreichische Naturforscher Viktor Schauberger eine grundlegende Bewegungsart der Natur. Sein Ziel war es, diese Wirbelbewegung in technischen Apparaten nachzuahmen und damit naturnah und umweltfreundlich Energie zu erzeugen. Schauberger entwickelte revolutionäre Antriebsaggregate, mit denen zum Beispiel Flugzeuge nicht vorwärts gestoßen, sondern nach vorne gesaugt werden sollten. Viktors Sohn Walter Schauberger versuchte, die Erkenntnisse seines Vaters in eine mathematische Form zu bringen. Basierend auf der hyperbolischen Spirale ließ er einen Trichter bauen, in dem einlaufendes Wasser einen imposanten Wirbel ausbildet. Von oben gesehen zeigt er Ähnlichkeiten mit Spiralnebeln im Weltraum. Weiter unten im hyperbolischen Schauberger-Trichter erinnert eine pulsierende Doppelhelix an den Aufbau unseres Erbgutes. Ein Zufall? Aus einem wabernden Chaos heraus erzeugt der Wirbel eine stabile, pulsierende Struktur. Ein Modell natürlicher Selbstorganisation, das man, laut Viktor Schauberger, zuerst kapieren und dann kopieren sollte. Treue den schweigenden Wäldern, war der Leitspruch seiner Vorväter. Viktor Schauberger wird als Sohn eines Forstmeisters am 30. Juni 1885 geboren, das Geburtshaus in Holzschlag im oberösterreichischen Mühlviertel. Viktor besucht eine höhere Forstschule und schließt sie 1904 mit dem Försterexamen ab. In weit abgelegenen Revieren kann Viktor den damals noch von Menschen unberührten Wald in aller Ruhe studieren. Seine jahrelangen Beobachtungen in freier Natur prägen sein späteres Lebenswerk entscheidend. Schon früh wendet sich der Förster dem Wasser in den Bergbächen zu und den darin stehenden Forellen. Viktor Schauberger erkennt, dass nicht nur die Fische sich gegen den Strom bewegen, sondern auch das Wasser gegenläufig fließen kann. Er beginnt, selbst gegen den Strom der gängigen Lehrmeinungen zu schwimmen. Viktor, hier mit seiner Frau Maria und Sohn Walter, wird schon bald als einfacher Förster die Gelehrten verblüffen. Am Rande des Böhmerwaldes, nicht weit entfernt von Viktors Geburtshaus, verläuft die Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Über mehrere Kilometer markiert der Schwarzenberger Schwemmkanal den Grenzverlauf. In Viktors Jugendzeit wurde hier noch Holz Richtung Donau geschwemmt, wo man es dann auf Schiffe verlud. Der Kanal konnte allerdings keine ganzen Baumstämme, sondern nur Holzscheite abtransportieren. Viktor Schauberger sollte durch seine viel leistungsfähigeren Schwemmkanäle bekannt werden. Dieser kleine Wassertümpel ist der Rest eines Stausees. Vor wenigen Jahren war er noch vollständig mit Wasser gefüllt, der Taschelsee. Und vor 80 Jahren schwammen im See, vor allem im Frühjahr, unzählige gefällte Baumstämme. 1929 wurde hier ein Dokumentarfilm gedreht. Der Forstmann Schauberger verwertete seine Erkenntnisse über die dem Wasser eigenen Kräfte und baute im Mürztale in der grünen Steiermark eine moderne Holzschwemmanlage. Annäherung an das Stauwehr von der Talseite.
Unter dem Einlasstor brachte eine steile Rutsche die abgehenden Hölzer auf Geschwindigkeit. In künstlichen Rinnen schwammen schwere Baumstämme zu Tal. Sogar Hölzer schwerer als Wasser. Wie war das möglich? Das erste Zwischenstauwerk ist erreicht. Da kaltes Wasser tragfähiger ist als erwärmtes, muss das auf seinem bisherigen Wege durch Sonne, Geschwindigkeit und Arbeitsleistung erwärmte Wasser durch neues, und zwar kaltes Wasser, ersetzt werden. Vom Zwischenstauwerk sind heute nur noch Ruinen übrig. Doch Viktor Schauberger wurde durch die Schwemmanlagen weit über Österreich hinaus bekannt. Nach seinen Plänen entstanden ähnliche Holztriften im damaligen Jugoslawien und in Bulgarien. Ob es sich bei diesem Mann mit Bart um Viktor handelt, ist nicht überliefert. Die Endstation. Die Sortieranlage in Neuberg an der Mürz. Auch sie, ein kleines Wunderwerk. Die großen Stämme gleiten über eine Fallgrube weg, in die die kleinen fallen. Die Holzschwemmanlage von Neuberg an der Mürz soll in Teilen zu Schauzwecken nachgebaut werden. Das ist nur zu wünschen, denn sie war ein weltweit einmaliges Bauwerk zur Regulierung von Fließgewässern. Im einzigen Tondokument Viktor Schaubergers aus dem Jahre 1955 erläutert er das wichtigste Funktionsprinzip. Man befließt das Wasser durch eine bestimmte Bewegung, retiriere, erfrische, dann erreiche ich den Anomaliezustand, die höchste Dichte, die größte Schleppkraft, das Wasser fängt zum Ziehen an und damit habe ich das erreicht, was ich beim Schwemmen auch wollte. Was aber meinte Viktor mit einer bestimmten Bewegung? Sein Enkel Jörg Schauberger nennt weitere Details. Insgesamt haben sich diese Holzschwemmanlagen in Mäandern durch das Tal geschlängelt. Es hat weitere Einbauten gegeben, um das Wasser in den Rinnen zu verwirbeln. Damit war es noch tragfähiger. Viele haben versucht, ähnliche Anlagen zu bauen. Aber die Holzschwemmanlagen meines Großvaters waren die einzigen, die wirklich funktioniert haben. Für Details seiner künstlichen Schwemmanlagen erhielt Viktor Schauberger mehrere Patente und ebenso für Einbauten zur Regulierung von natürlichen Fließgewässern. So wie hier für Bremswehren, die das Wasser in die Flussmitte verlagern und damit Zerstörungen am Ufer verhindern sollten. In der Pythagoras-Kepler-Schule in Bad Ischl haben Enkel Jörg und seine Frau Ingrid Schauberger zahlreiche Seminare und Workshops zum Thema Wasser- und Fließbewegung veranstaltet. Die Mäanderbewegung eines natürlichen Flusslaufs hat Viktor Schauberger auf seine Weise analysiert und in detaillierten Zeichnungen beschrieben. Seine Schlussfolgerungen gelten für alle Flüsse. Viktors unkonventionelle Vorschläge zur Regulierung des Rheins und der Donau blieben aber von den Fachleuten unbeachtet. Selbst auf einer glatten Fensterscheibe läuft Wasser nicht gerade nach unten, sondern beginnt zu mäandrieren. Es bildet sich eine pulsierende Raumkurve. Nach Schauberger fließt ein Fluss nicht einfach dahin, sondern schraubt sich voran. Der Fluss dreht sich in seinem Bett herum. Vereinfacht gesagt, verwirbelt sich das Wasser in den Kurven am stärksten, reißt das Geschiebe mit sich und zermalt es. Mit den Worten Viktors zerkaut der Fluss sein Geschiebe. Die darin enthaltenen Mineralien sind die Nahrung des Wassers. Wird die Verwirbelung schwächer, setzen sich die Sedimente langsam ab. Dort, wo der Fluss am meisten ablagert, bildet sich eine Furt. Jetzt beginnt der Fluss, sich andersherum einzudrehen und beschleunigt seine Wirbelbewegung bis in die nächste, gegenläufige Kurve. Den Wechsel von Links- und Rechtskurven und den dazwischenliegenden Furten bezeichnete Viktor Schauberger als Kurven- oder Flussgenerator.
Der schwedische Ingenieur Olof Alexandersson, der in den 1970er Jahren das erste Buch über Viktor Schauberger geschrieben hatte, beschäftigt sich auch noch im Alter von 90 Jahren mit dem Flussgenerator. Und dann habe ich mich gesagt, dass vielleicht, wenn es so war, dass hier etwas aufgeladen wurde, dann könnte man es vielleicht mit einem Amperemeter messen. Und dann habe ich hier eine Platte von Kupfer gelegt, das war in diese Kabel festgelötet, und hier auch eine Platte. Ich arbeite mit einem 10 Meter langen Kupferdraht. Ich bekam einen Ausschlag. Hier hatte ich eine pulsierende Gleichstrom. Das war ein Generator. Ich habe auch in eine gerade Fluss gemessen, und das war sehr schlimm. Das war eine toter Strom. Es gab solche gerade Strecken, die keine Strom hatten. Für die energetischen Prozesse in einem Flusslauf sind, laut Schauberger, vor allem Temperaturunterschiede im Wasser entscheidend. Selbst geringste Temperaturdifferenzen bewirken, dass die verschiedenen Wasserschichten schneller oder langsamer fließen. Das Wasser reibt sich, es kommt zu Wirbelbildungen und Querwellen. Positive Folge: der Fluss bremst sich selbst. 1930 bestätigte die Österreichische Akademie der Wissenschaften die Entgegennahme eines versiegelten Kuverts mit der Aufschrift Turbulenz. Darin erläuterte Schauberger seine Theorie der Abhängigkeit von Temperatur und Wasserbewegung. Die Akademie hielt das Schriftstück 50 Jahre unter Verschluss. Ein Eingeständnis, dass die Zeit noch nicht reif war für den Nicht-Akademiker Schauberger mit seinen praktischen Erkenntnissen aus der Natur. Dank der mehrfach ausgezeichneten Arbeit des steirischen Flussbaumeisters Ottmar Grober hat sich das inzwischen geändert. Wir haben hier ein Ufer, das recht massiv errichtet wurde gegen das Hochwasser. Aber Viktor Schauberger sagte, man reguliert einen Fluss von innen heraus, von seinem Medium selber. Normalerweise befestigen Flussbauer mit Steinen die Ufer. Grober macht das anders und übrigens auch kostengünstiger. Er setzt die Steine in den Fluss hinein, wie hier in der Salza. Die Steine formen einen Trichter. Schon bald hat Grober den Plan, einen viel größeren Trichter in den längsten Fluss der Steiermark, die Mur, einzusetzen. Mit Hilfe eines guten Baggerfahrers werden die tonnenschweren Felsbrocken bei Niedrigwasser in die Flusssohle eingebaut. Grober ist Profi und lässt die Lage der Steine mit GPS kontrollieren. Sie müssen exakt sitzen, wenn der Trichter seinen Zweck erfüllen soll, nämlich das Wasser vom Ufer weg nach innen zu ziehen. Diese Bauweise des Trichters weicht von den herkömmlichen Bauweisen insofern ab, dass es die erste Maßnahme ist, die tatsächlich von innen heraus gebaut wird und gemacht wird, wo die Energie von außen hineingelenkt wird. Das heißt, ich brauche außen am Ufer nichts zerstören oder angreifen, sondern das gesamte Baugeschehen findet im Fluss statt. Der Einbau des Trichters dient nicht nur der Ufersicherung, sondern auch der Verbesserung der Gewässerqualität. Grober versteht sich nicht als Flussbauer, sondern als Flussbeleber. Sein Trichter beschleunigt das Wasser in der Flussmitte. Die Sohle wird dann durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit in der Mitte des Flusses erodiert und es kommt zu unregelmäßigen Eintiefungen in der Flussmitte. Und dadurch haben die Großsalmoniden, die Huchen, die hier ihr Lebensgebiet haben, wieder eine Möglichkeit, einen Lebensraum vorzufinden, der ihrer Art entspricht. Das heißt, unterschiedliche Wassertiefen mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten. Bei normalem Wasserstand sind die eingebauten Felsbrocken nicht mehr zu sehen. Die trichterförmige Strömung ist dagegen zu erkennen. Deutlich sichtbar wird der Trichter bei Niedrigwasser.
Kurz nach dem Einbau lässt Grober erste Strömungsmessungen mit einem hydrometrischen Flügel vornehmen. Weitere Messungen durch die Technische Universität Graz werden folgen. Die Messdaten landen bei Christine Sindelar im Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Sie ist Mathematikerin und befasst sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit den komplexen Strömungsverhältnissen in Grobers Flussbauwerken. Wir haben mehrere Messkampagnen durchgeführt und dabei die Veränderungen des Flussbettes aufgezeichnet. Sie sehen hier ein Querprofil vor dem Einbau des Trichters und Sie sehen, es ist weitgehend gleichmäßig. Nach dem Einbau des Trichters und nach einem sehr großen Hochwasser hat sich das Flussbett so verändert. Und Sie sehen hier eine sehr starke Dynamik im Flussbett. In diesem Bereich hier haben sich Kolke gebildet. Das ist sehr gut für die Fische, denn hier finden sie Ruhe- und Aufhaltezonen. Und darüber hinaus sind auch die Ufer intakt geblieben, das heißt, beim Hochwasser war es sicher. Das durch den Trichter veränderte Sohlprofil der Mur ähnelt nun dem Profil eines natürlichen Flusses, wie es Viktor Schauberger in den 30er Jahren gezeichnet hatte. Christine Sindelar sitzt nicht nur am Computer, hier zeigt sie Härte bei Vermessungsarbeiten in einem anderen Flussbauwerk von Ottmar Grober. Dem Stübmingbach hat er eine Art Treppe gebaut, eine Pendelrampe. Eine neuartige Bauweise zur Gefälleüberbrückung, bei der Sohlgurte dem Wasser seine ursprüngliche pendelartige Bewegung zurückgeben. Bei Hochwasser kommt es zu Eindrehungen in sich und es entsteht anstelle der hin- und herschreitenden Bewegung ein drehender, ein fließender Zopf, ein Wasserzopf. Das heißt, ich habe ein nach oben gewölbtes Fließbild. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Anden habe ich ein nach unten gewölbtes Fließbild und an den Seitenrändern die Uferangriffe. Das wird nun im Wasserbaulabor der Technischen Universität Graz überprüft, mit einem Modell im Maßstab 1 zu 10. Es ist 3 Meter breit und 18 Meter lang. Nach dem Aufbau beginnen die Testreihen, zum Beispiel die Simulation von Hochwässern. Zum ersten Mal wird die Regulierung eines Fließgewässers nach Schauberger mit aufwendiger Technik an einem renommierten Wasserbauinstitut untersucht. Der Institutsleiter. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so besonders Wert legen auf natürliche Umgebung, auf natürliche Abfließen des Wassers und wir besonders hier auf wissenschaftlicher Seite Interesse haben, den Energiefluss zu berücksichtigen, möchten wir der Natur eben auf die Schliche kommen. Und so sind wir ganz im Sinne von Schauberger unterwegs, indem wir sagen, wir wollen sehen, wie sich die Natur verhält. Wir wollen also unterschiedliche Wassermengen untersuchen und schauen, wie ist denn die Auswirkung auf die Sohlstabilität? Gelingt es uns denn für unterschiedliche Wassermengen, die Energieumwandlung kontrolliert vor sich gehen zu lassen? Das ist nämlich unser Bestreben als Ingenieur, für die Sicherheit zu gewährleisten, dass auch unter Hochwassereinfluss keine Gefahr besteht, dass Schaden jetzt am Fluss und an den Ufern hervorgerufen wird, dass es der Bevölkerung in Sicherheit ist. In der Praxis hat sich die Pendelrampe bereits bewährt. Die Untersuchungen am Modell sollen wissenschaftlich fundierte Argumente liefern, nicht zuletzt für den Bau weiterer neuer Rampen. An der großen Dulln am Wienerwald in Neulenkbach soll im Zuge eines Rückbaues eine alte Wehranlage durch eine Pendelrampe ersetzt werden. Und das hat den Sinn, dass die Fische wieder das Gewässer durchwandern können. Und in diesem Zuge soll auch ein Auwald an das Gewässer angeschlossen werden und in diesem Auwald soll ein Viktor Schauberger Park errichtet werden. Eine Pendelrampe in einem Schauberger Park wäre der krönende Abschluss von Ottmar Grobers beruflicher Laufbahn. Hier analysiert er mit einem neuartigen Messgerät elektromagnetische Frequenzen im Wasser der Pendelrampe. Verschiedene Aspekte seiner Flussbaumaßnahmen wurden mittlerweile in Diplomarbeiten an den Technischen Universitäten Graz und Braunschweig untersucht. Die Zeit scheint endlich reif zu sein für eine Flussregulierung nach Schauberger. Musik
Viktor Schauberger erkannte als Förster schon sehr früh die große Bedeutung des Waldes im ewigen Kreislauf des Wassers. Dabei spielen laut Schauberger Temperaturunterschiede eine entscheidende Rolle. Im Schatten der Bäume bleibt der Waldboden relativ kühl. Trifft wärmeres Regenwasser auf den kälteren Boden, dringt es leicht in das Erdreich ein, füllt das Grundwasser auf und kommt irgendwann an die Erdoberfläche zurück. Es verdunstet, bildet Wolken und regnet wieder ab. Schauberger spricht vom vollen Wasserkreislauf. Doch der wird immer mehr gestört, zum Beispiel durch die Rodung von Wäldern. Ohne den Schatten der Bäume ist der Boden nun wärmer als der herabfallende Regen. Das Regenwasser dringt kaum noch in den Boden ein, läuft oberflächlich in Bäche und Flüsse und verursacht Hochwasser. Der Grundwasserspiegel dagegen sinkt ab. Im Sommer verdunstet das Oberflächenwasser oft schon an Ort und Stelle, bildet weitere Wolken und sorgt so für neuen Regen. Ein Hochwasser erzeugt das nächste. Schauberger spricht vom halben Wasserkreislauf. Auf einer heißen Herdplatte zeigt sich, drastisch dargestellt, wie Wassertropfen abperlen. In ähnlicher Form ist das auch auf heißem Asphalt zu beobachten. Heute spricht man vom Problem der Versiegelung der Naturflächen. Das Wasser kennt heutzutage praktisch nur mehr den halben Kreislauf. Es hat nicht mehr die Möglichkeit, in den Boden einzudringen, dort zu verweilen und sich zu regenerieren. Viktor Schauberger wollte apparativ dieses Problem lösen und hat einen Apparat entwickelt zur Herstellung von quellwasserähnlichem Trinkwasser. 1935 hat er dafür ein Patent bekommen. In diesem Apparat sollte dem Wasser der ganze Kreislauf wieder angeboten werden, indem das Wasser zunächst gereinigt wurde, sich abkühlen konnte, über Wirbelstrecken gelaufen ist, mit Mineralien versetzt worden ist und dann aus dem Apparat herausgekommen ist, wie ein frisches Quellwasser, wie wir es kennen aus unseren Bergen. Ohne gesunden Wald gibt es, laut Viktor Schauberger, kein gesundes Wasser, das er als Blut der Erde bezeichnete. Unter dem schattenspendenden Dach eines natürlichen Mischwaldes gedeiht im Unterholz eine unvergleichbare Artenvielfalt. Es entsteht eine dicke Humusschicht. Ein guter Waldboden ist ein guter Wasserspeicher. Er kann bis zu 90% des auf ihn fallenden Regenwassers halten und verringert damit ganz entscheidend die Erosions- und Überschwemmungsgefahr. Ein gesunder Waldboden speichert 6-mal mehr Wasser als eine freistehende Fläche. Genauso wichtig ist der kühlende Schatten der Bäume für einen Flusslauf. Greift der Mensch nicht ein, wachsen die Schattenspender an den Ufern ganz von alleine. Viktor Schauberger war wohl einer der ersten Menschen, die von einem Waldsterben sprachen. Schon in den 1920er Jahren warnte er vor Kahlschlägen und der Wiederaufforstung von Bäumen in Monokultur. Es gehört zu den tragischen Aspekten in Viktors Lebenswerk, dass seine genialen Holzschwemmanlagen dazu beitrugen, die Bergwälder in Österreich und anderswo massiv abzuholzen. Schlägt man eine Schneise in einen Wald, werden Bäume, die vorher mitten im Wald standen, mit einem Schlag zu Randbäumen. Sie sind nun plötzlich dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt und bekommen einen Rindenbrand. Die Randbäume werden schwer geschädigt, ein Problem, das Viktor Schauberger ebenfalls beschrieben hat. Ist es ein Zufall, dass an diesem Waldrand der Boden trocken ist? Wie bei der Flussregulierung sind auch in der Forstwirtschaft die Erkenntnisse Schaubergers aktueller denn je. Von der Forstwirtschaft ist es nur ein kleiner Schritt zur Landwirtschaft. Viktor Schauberger sah in Bodenbearbeitungsgeräten aus Eisen eine Ursache für abnehmende Bodenerträge. Vereinfacht gesagt, hielt Viktor die Bildung von Rost im Wasser oder im Boden für einen lebenszerstörenden Vorgang. Deswegen wandte er sich dem Edelmetall Kupfer zu. Für Bodenbearbeitungsgeräte aus Kupfer erhielten Viktor und auch sein Sohn Walter Schauberger mehrere Patente. Statt des Rostes des Eisens sollen die im Kupfer oder in Kupferlegierungen enthaltenen Spurenelemente durch Abrieb direkt in den Boden gebracht werden.
Susanne Niedermeyer benutzt schon seit Jahren Kupfergeräte in ihrem Garten. Sie stellt im Kleinen ähnliche Ergebnisse fest, wie sie bereits Ende der 1940er Jahre in großflächigen Feldversuchen im Salzburger Land und in Tirol dokumentiert wurden. Eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. Susanne Niedermeyer beim Spatentest. Vergleich eines Eisenspatens mit einem Kupferspaten. Also beim Kupferspaten speziell muss ich sagen, er geht einfach viel leichter in den Boden rein. Ich arbeite jetzt schon in ein paar Jahren mit Kupferwerkzeug und beim Kupferwerkzeug ist es einfach so, dass die Spurenelemente auch in den Boden reinkommen. Es kommt mir vor, wie wenn die ganze Gartenerde homogener wird, sodass auch die Schnecken nicht so aggressiv sind. Es lässt sich einfach auch leichter mit arbeiten und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Für das Lockern von Ackerböden dachte sich Viktor Schauberger einen speziellen Pflug aus, der den Boden nicht zentrifugal nach außen wenden sollte, sondern zentripetal nach innen. Von dem Spiralpflug, auch als Biopflug bezeichnet, gibt es leider nur ein Modell. Klaus Rauber vom Verein für Implosionsforschung im Schwarzwald erklärt die Funktionsweise. In seinem Biopflug hat Viktor Schauberger das Prinzip des Maulwurfs kopiert, getreu seinem Ausspruch, die Natur kapieren und kopieren. Wie der Maulwurf die Erde zentripetal bewegt und sich dadurch widerstandslos oder nahezu widerstandslos durch die Erde hindurchwühlt, so geschieht das auch bei diesem Flug. Wasserelektronenmikroskopische Aufnahmen der jüngeren Zeit haben gezeigt, dass auch die Haifischhaut ähnliche Strukturen aufweist, um dem Haifisch die Möglichkeit zu gestatten, nahezu widerstandsfrei durch das Wasser zu pflügen. Diese Bilder kannte Schauberger zu seiner Zeit sicherlich noch nicht. Dieser Pflug wendet die Erde zweifach, indem er sie einmal hier an dieser Kante umdreht, um sie wieder zurückzulegen, sodass die Schichtungen der Erde erhalten bleiben. Über Sinn oder Unsinn des Pflügens wird mittlerweile in der Landwirtschaft immer häufiger diskutiert. Der zurückwendende Pflug von Viktor Schauberger könnte die Lösung dafür sein, Mikroorganismen in jener Bodenschicht zu belassen, wo sie hingehören. Das Horn der Kudu-Antilope eignet sich hervorragend als Hörrohr zur Schallverstärkung. Doch Viktor Schauberger schätzte eine andere Eigenschaft. Für ihn war das Kudu-Horn das Modell einer idealen Wasserleitung durch seine spiralförmige Verwindung. In mehreren Ländern erhielten Viktor und Walter Schauberger Patente für ihre Wendelrohre. Solche Rohre herzustellen ist nicht einfach. Felix Hediger vom Verein für Implosionsforschung erhitzt Kupferrohre, um sie anschließend zu verformen. Mit einer selbstgebauten Rollenkonstruktion kann er das nun geschmeidige Kupferrohr verdrehen. Eine andere Variante ist ein Rohr, das nicht verdreht, sondern eingedrückt wurde, das sogenannte Neumann-Rohr. Obwohl es gerade ist, macht Wasser auch darin eine Drehung in der Drehung. Das Wasser bewegt sich in einer einrollenden Raumkurve, für Viktor Schauberger die ideale Kurve der Wasserführung. Der Verein für Implosionsforschung stellt nicht nur Wendelrohre her, sondern baut ganze Apparate nach Originalplänen von Viktor Schauberger. Hier die letzte Version seines Edelwassergeräts von 1958, das destilliertes Wasser wiederbelebt. Bei diesem Edelwassergerät hat Viktor Schauberger versucht, mehrere technische Aspekte zu vereinen. Er hat zum einen hier eine Wellenmembran in verkleinerter Form eingebaut. Dort durchströmt das Wasser pulsierende Bereiche und kann mäandrieren wie in einem natürlichen Bachlauf. Das Ganze wird noch mit einer Haube abgedeckt, sodass das unter Lichtabschluss laufen kann. Es wird Kohlensäure in den Luftraum eingebracht. Die Kohlensäure wird bei dem Wirbelprozess eingebaut in das Wasser. Es werden Edelsalze noch beigefügt. Und der ganze Prozess muss etwa eine halbe Stunde bei dem positiven Temperaturgefälle laufen. Das heißt, das Wasser muss sich zu 4 Grad Celsius hin abkühlen. Nach einer halben Stunde kann man dieses Wasser
entnehmen. Es sollte einen Tag lagern und anschließend hat es die Reife eines guten Quellwassers, eventuell sogar, so werden wir das versuchen zu testen, eines heilkräftigen Wassers. Zurück zu Felix Hediger. Er baut seine Wendelrohre in ein sehr großes Wasserbelebungsgerät ein. Noch ist es nicht fertig, aber Teile davon, nämlich die hyperbolischen Trichter, sind bereits in vielen Teichen im Einsatz. Das Einwirbeln von Luftsauerstoff verringert die Algenbildung im Teich. Wie auf diesem Golfplatz im Taunus in der Nähe von Frankfurt. Einen kleineren Trichter gibt es inzwischen auch als Tischgerät für die Belebung von Trinkwasser. Jens Fischer hat zahlreiche Verwirbelungsexperimente nach Schauberger durchgeführt. Seit 1980 vertreibt er das erste Wasserbelebungsgerät, das in großer Stückzahl produziert wurde. Der sogenannte Martin-Wirbler war auf Anregung von Viktors Sohn Walter von einem Bauingenieur entwickelt worden. Inzwischen sind mehrere tausend Geräte zu verschiedenen Zwecken im Einsatz. Zahlreiche Bäcker berichten von besser aufgehendem Teig und verzögerter Schimmelbildung. Seit vielen Jahren wird der Wirbler auch in der Hydrotherapie verwendet. Laut medizinischen Gutachten kann das verwirbelte Wasser besonders im Nacken- und Schulterbereich Verspannungen lösen und lindert Rheumabeschwerden. Die Patienten werden mit Wasser behandelt, das selbst behandelt worden ist. Die Wasserbehandlungsgeräte, die Viktor Schauberger in den 1930er Jahren gebaut hatte, wurden ebenfalls erfolgreich für therapeutische Zwecke eingesetzt. Leider ist keines der Geräte aus Viktors Wasserlabor erhalten geblieben. Ein Schauberger Kongress in Höör in Schweden mit Teilnehmern aus 15 Nationen. Klaus Rauber und Jörg Schauberger demonstrieren die Funktionsweise der Original-Sogwendel von Viktor Schauberger. Eine Art Pumpe, die das Wasser aber nicht drückt, sondern saugt. Das Wasser wird sanft befördert, sein Fluss nicht unterbrochen und durch keine Schaufeln zerhackt. Die schwedischen Gastgeber haben sich auf Verwirbelungsapparate spezialisiert. Sie versuchen, die im Wirbel auftretende Wechselwirkung von Druck und Sog für verschiedene Anwendungen zu nutzen. Doch dann der berüchtigte Vorführeffekt. Nachdem die Kamera wieder trocken ist, Besuch im nahegelegenen Malmö. Jörg Schauberger trifft sich mit schwedischen Freunden. Im Hintergrund das neue Wahrzeichen Malmös, The Turning Torso, ein in sich verdrehter Hochhausturm. Auch wenn dieses Gebäude hinter mir nichts direkt mit Schauberger zu tun hat, so freut es mich doch, dass wir hier zeigen können, wie eine Verwirbelung, eine Verdrehung aus etwas Starrem etwas Lebendiges macht. Hier in Schweden, in Malmö, ist eine Gruppe zu Hause, die sich sehr intensiv mit der Verwirbelung des Wassers auseinandersetzt. Schweden ist ein historischer Boden für die Schauberger- und Wirbelforschung, denn hier hat Olof Alexandersson ein Buch geschrieben, Lebendes Wasser, das zu den Standardwerken über Viktor Schauberger zählt. Hier wird weitergeforscht von der legendären Malmö-Gruppe, vom IET, Kurt Hallberg und Freunde. Und sie sind drauf und dran, ganz interessante neue Dinge über verwirbeltes Wasser herauszufinden und dieses auch in die Praxis umzusetzen. Kurt Hallberg und Anders Iwe zeigen im Labor eine Wirbeldüse, die schon bei sehr geringem Wasserdruck Sauerstoff ins Wasser eintragen kann. Dieser Vorgang lässt sich aber auch umkehren zur Entgasung des Wassers. Die Düse hat eine hyperbolische Form und erzeugt einen sehr starken Wasserwirbel. In ihm werden zum Beispiel Luftbläschen in die Mitte gezogen. Nach der Entgasung entsteht im Zentrum des Wirbels ein Vakuum. Die Düse hat sich in der Praxis bestens bewährt. Eingebaut in einen Zylinder wird der Wirbelgenerator von der eigens gegründeten Firma Watreco vermarktet. Kleine, sehr kleine Bläschen werden durch den Unterdruck, der durch die Eindrehung entsteht, in die Mitte gezogen. Das ist sehr nützlich, um zum Beispiel Eis zu machen.
weil das Eis aus dem Wirbelwasser weniger Luft enthält und weil das Fließverhalten und die Viskosität des Wassers verändert werden. So fließt das Wasser bei der Eisbehandlung besser in Risse und Furchen, besonders in Eisstadien, wo das Eis stark beansprucht wird. Especially when you are in an ice arena where people are skating and there's a lot of stress on the ice. In der Wasserleitung dieser Eisarena hängt ein Wirbelgenerator von Watreco. Das durch ihn entgaste Leitungswasser kommt in den Wassertank der Eisbearbeitungsmaschine. Das neue Eis ist dichter und damit widerstandsfähiger. Es hält länger. Und man spart Energie. Denn normalerweise wird zum Eismachen das Wasser erwärmt, da eine der vielen Anomalien des Wassers bewirkt, dass warmes Wasser schneller zu Eis gefriert als kaltes. Bevor wir das System einbauten, musste das Wasser auf 45 Grad erwärmt werden, manchmal sogar auf 55 Grad. Wenn man täglich rund 10 Kubikmeter Wasser einsetzt, braucht man viel Energie, um diese Wassermenge, die mit, sagen wir, 10 Grad aus der Leitung kommt, auf 45 Grad zu erwärmen. Heute brauchen wir nur 20 Grad und das bedeutet eine Reduzierung der Energiekosten auf die Hälfte. By 50%. Kein Wunder also, dass schon zahlreiche Eisbearbeitungsmaschinen mit verwirbeltem Wasser laufen. Die Real Ice-Technik von Watreco wurde bislang in 25 Eisstadien installiert, 20 davon in Schweden. Zurück zur Schauberger Tagung in Höör. Der Amerikaner Dan Rees präsentiert seinen Wirbelapparat. Er besteht aus hintereinander geschalteten Zylinderröhren und reinigt das Wasser ohne jeglichen Chemikalieneinsatz. Ich habe das Buch Lebendes Wasser von Olof Alexandersson gelesen. Und Viktor Schauberger war die Hauptperson darin. Und er wollte gutes Wasser für alle. Er wollte clean Wasser für alle. Mit den Wirbelröhren holt Ruiz vor allem Eisen und Schwefel aus dem Grundwasser in seiner Heimat Texas heraus. Nun versucht er mit dieser energiesparenden Technik, Meerwasser zu entsalzen. Ich weiß, dass es möglich ist. Es ist nur eine Zeitfrage. Aber die Entsalzung wird schon bald möglich sein. Ein Gerät hat Dan Ruiz gleich dagelassen. Die Schweden versehen es mit neuen Einspritzköpfen, um die Wirbelbildung zu optimieren. Im Segelhafen von Malmö füllt Kurt Hallberg mit einer kleinen Pumpe Meerwasser in einen großen Kanister. Im Labor läuft das Salzwasser dann durch die Wirbelröhren. Bei ersten Testreihen zur Meerwasserentsalzung wurde bereits eine signifikante Reduzierung des Salzgehaltes und auch des pH-Wertes erzielt. In den 1930er Jahren experimentieren Viktor und später auch sein Sohn Walter Schauberger mit dem sogenannten Kelvin-Generator. Dünne Wasserfäden erzeugen beim Fall durch Kupferspiralen hohe elektrische Spannungen. Winzige Wassertröpfchen ändern plötzlich ihre Fallrichtung und steigen entgegen der Schwerkraft wieder nach oben. Diese Levitation ist ein Phänomen, das der spätere Physiknobelpreisträger Philipp Lenard bereits im 19. Jahrhundert an Wasserfällen in den Alpen untersucht hat. Die elektrostatische Aufladung kleinster Wasserteilchen. Sie bilden einen mikrofeinen Sprühnebel, der sichtbar und auch spürbar ist. Wasserfälle haben positive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, besonders lindern sie Asthma-Erkrankungen. Obwohl im Wasserfadenversuch Spannungen von über 10.000 Volt entstehen, wird kein nennenswerter Strom erzeugt. Viktor und Walter Schauberger brechen ihre Versuche zu einer alternativen Energiegewinnung ab. Anfang der 1950er Jahre kommt es zu einem neuen Ansatz, basierend auf den Wendelrohren. Sie wurden bereits vorgestellt, nämlich als ideale Kurvenform für eine Wasserführung. 1952
lässt Viktor Schauberger seine patentierten Wendelrohre an der Technischen Hochschule Stuttgart näher untersuchen. Der legendäre Pöpel-Versuch. Schaubergers häufige Angriffe gegen die Schulwissenschaft, insbesondere gegen die Wasserwirtschaft, haben eine Reihe von Politikern dazu veranlasst, Professor Pöbel damit zu beauftragen, die Schauberger Rohre zu untersuchen, mit dem Ziel, Schauberger zu bestätigen oder einfach allemal zu widerlegen. Für diese Messungen hat Schauberger Franz Pöbel einige Rohre zur Verfügung gestellt, unter anderem dieses gerade Kupferrohr sowie dieses doppelt gewendelte Trallrohr. Der Zweck bei diesen Messungen war, die einspulenden Fließvorgänge in diesem Rohr zu untersuchen und zu vergleichen, um festzustellen, ob diese Rohrform dem Wasser es gestattet, reibungsarm hindurch zu fließen. Bei diesen Messungen wurde die Beziehung ermittelt zwischen der Reibung im Rohr und der Fließgeschwindigkeit im Rohr. Es ergaben sich hier deutliche Unterschiede zwischen dem geraden Rohr und dem gewendelten Rohr. Insbesondere wurde bei dem gewendelten Rohr eine Art Resonanzpunkt gefunden, bei dem das Wasser anscheinend widerstandsfrei durch das Rohr fließt. Allerdings wurden hier einige Interpolationen durchgeführt, die bei einem näheren Hinsehen einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht standhalten. Professor Pöbel hat in seinen Voruntersuchungen viel zu wenig Messpunkte aufgenommen, insbesondere an den interessanten Resonanzstellen. Daher hat der Verein für Implosionsforschung sich dazu entschlossen, den Versuchsaufbau nochmal herzustellen und die Messungen zu wiederholen. Der Pöbel-Report, indessen hat Viktor Schauberger seinerzeit dazu ermutigt, die Wendelrohre zum Herzstück seiner Energiemaschinen zu machen, zum Beispiel in Form des Heimkraftwerkes aus dem Jahr 1955. Mit ihm soll aus Wasser und Luft Energie erzeugt werden. Für Viktor Schauberger ist die gängige Explosionstechnik eine Todestechnik. Mit seinem Heimkraftwerk hofft er, durch Implosion atomare Umwandlungsprozesse in Gang zu setzen, die den Traum eines schadstofffreien und ressourcenschonenden Energiekonverters erfüllen. In den gewendelten Rohren entstehen Wasserstrahlen mit enormer Rückstoßkraft. Doch gleich beim ersten Testlauf platzen die Rohre. Ein Nachfolgemodell wurde von Viktors Mitarbeiter Scheriau zu Plan gebracht und später in Kanada nachgebaut. Nun wird diese Sogturbine in Deutschland näher untersucht. Zunächst mal muss sie von einem Motor angetrieben werden, bis sie auf Arbeitsdrehzahl kommt. Danach wird in die Turbine Wasser eingelassen und durch die tangentiale Abstrahlung der Wasserstrahlen mit diesen Düsen kommt dieser Rotor in die sogenannte Autorotation. Das heißt, der Antrieb wird plötzlich als Generator laufen und genügend Strom produzieren, um einen Haushalt zu versorgen. Im unteren Bereich haben wir die Regelung für diesen gesamten Prozess. Hier wird mit einer Düse die Durchströmung des Wassers geregelt. Mit diesem kleinen Kopf erzeugt man im Grunde dann eine Leistungseinstellung für diesen Generator. Hier haben wir die Einströmöffnungen. Im Zentrum dieses feststehenden Teiles ist eine Steigwendel, eine Sogwendel eingebaut, auch ein zentrales Herzstück in Schauberger Maschinen. Doch zunächst müssen mehrere Teile überarbeitet und angepasst werden, vor allem der Anschluss des Motors bzw. Generators. Erst dann kann die Turbine stufenweise auf bis zu 3000 Umdrehungen in der Minute beschleunigt werden. Juli 2007. Bei einer Tagung des Vereins für Implosionsforschung packen Jörg Schauberger und Klaus Rauber ein lange verschollenes Aggregat aus. Es ist die letzte Repulsine, die Viktor Schauberger bauen ließ. 1958 war sie in Amerika verschwunden. Entstanden in der Wunderwaffenzeit des Dritten Reiches, wurde die Repulsine nach dem Krieg zu einer Legende. Ein Exemplar hatte angeblich von der Werkbank abgehoben und war an der Decke zerschellt. Daraus entstand im Laufe der Zeit der Mythos, Viktor Schauberger habe die erste fliegende Untertasse gebaut. Doch was war die Repulsine wirklich? Laut einer Konstruktionszeichnung des Prototypen von 1940 sollte die Repulsine unter anderem lautlos und betriebsstofflos ein Flugzeug antreiben.
Einblick ins Innenleben der ersten Repulsine. Ein Nachbau, der in einem Keller in Bad Ischl gefunden wurde. In der Turbine befinden sich übereinander zwei Wellenscheiben. Durch Kiemenschlitze wurde Luft zwischen die Scheiben gesaugt. Dort wollte Viktor Schauberger die energetischen Vorgänge im Kurvengenerator eines Flusslaufs nachahmen. Und dann wird hier durch die Schlitze wird die Luft eingesaugt und in die Membran, in das Membraninnere reingebracht, sodass die Luft hier also nachher hier in dem Ring praktisch rumzirkuliert. Mhm. Dann nehme ich jetzt den Ring einfach mal ab, weil dann sieht man das ein bisschen genauer. So. Aha. Und hier tritt also zwischen der Scheibe die Luft aus und wird hier mit diesen Ohrwatscheln praktisch gedreht. Der zentrale Ansatz, den Schauberger hier verfolgt hat, war ja grundsätzlich mal eine Stoffumwandlung. Mhm. Das heißt, die Bestandteile der Luft, Schwebstoffe, Gase, die werden hier in diesem Repulsator, wie er den Kern dieser Repulsine nennt, werden die umgewandelt. Und die verschiedenen Produkte, die bei dieser Umwandlung entstehen, die trennen sich. Ein Teil geht durch den Ringwirbel nach außen und die Abstrahlungsenergie, Schauberger redet von einem Synthesenstrom, die wird im Zentrum nach axial abgegeben. Und daher hat er auch diese Apparatur primär dazu geplant, sie in einem Flugzeug als Ersatz für den Propeller zum Vortrieb einzubauen. Die Repulsine erzeugt im Grunde ein biologisches Vakuum im Vorfeld, im axialen Vorfeld, in das Flugzeug hineingesaugt wird. Wie die Forelle, die praktisch durch den Wirbel angesaugt wird. Ein revolutionäres Antriebskonzept. Umso spannender die Frage, was mit der letzten Repulsine Viktor Schaubergers geschehen ist. Im Juni 2002 taucht bei einem Seminar in Bad Ischl Richard Feierabend aus Amerika auf. Er zeigt Bilder der Repulsine, die er in Texas wiederentdeckt hat. Feierabend war Pilot der US-Marine. Fliegerkameraden erzählten ihm von den Mythen über Viktor Schaubergers Flugscheiben. Auf demselben Seminar ist auch der Engländer Callum Coates Referent. Er und Feierabend kommen in Kontakt, da Coates das erste Buch über Viktor Schauberger in der Originalsprache Englisch geschrieben hat. Der Architekt und Schauberger-Forscher Callum Coates lebt in Australien und hat zahlreiche Texte von Viktor ins Englische übersetzt. Angesichts der eigenwilligen und oft schwer verständlichen Formulierungen Viktors ein höchst mühevolles Unterfangen. Unter dem Kapitel »Was geschah in Amerika?« rekonstruiert Coates in seinem Buch sehr exakt die Ereignisse im Sommer 1958. Im Schauberger-Archiv in Bad Ischl zeigt Ingrid Schauberger die Korrespondenz Viktors aus dieser Zeit. Es sind die letzten Originalzeugnisse aus Viktor Schaubergers Leben. Mit diesem Wissen reist Enkel Jörg im April 2004 nach Amerika. Erste Station ist Fredericksburg in Virginia, der Wohnsitz von Familie Feierabend. Richard Feierabend ist mittlerweile aber leider verstorben. Jörg Schauberger wird von seiner Witwe Patty empfangen. Hey. Patty Feierabend zeigt alle Unterlagen, die ihr Mann sicherstellen konnte und noch nicht ihren Weg zurück nach Europa gefunden haben. Das hier sind alles Originaldokumente, die Dick Feierabend aus Texas mitgebracht hat. Und ich bin selbst sehr überrascht über die Fülle dieses Materials. Es zeigt hier einige Originalfotos oder auch den legendären Pöpel-Report. Das ist jene Arbeit, die an der Universität Stuttgart im Jahr 1952 verfasst worden ist. Und wir kennen zwar Kopien davon, aber diese Arbeit hier trägt die Originalunterschrift des Professors, ist also auch für die Schauberger Forschung von sehr großem Interesse. Tell your mom, hello. Ingrid, hello. Es ist schon spät, als sich Jörg Schauberger von Patty Feierabend verabschiedet. Die Repulsine hat er allerdings noch nicht zu Gesicht bekommen. Am nächsten Tag geht die Reise weiter, nach Austin, der Hauptstadt von Texas. Jörg Schauberger besucht ein Institut, das sich mit Zukunftstechnologien beschäftigt.
Das Forschungsspektrum reicht von der kalten Fusion bis zur sogenannten Nullpunktenergie. Zu den Auftraggebern zählt sogar die amerikanische Weltraumbehörde NASA. Und hier steht sie auf dem Prüfstand. Viktor Schaubergers Repulsine aus dem Jahr 1945. Richard Feierabend hatte die Turbine kurz vor seinem Tod nach Texas zurückgebracht. Er wollte einfach wissen, ob sie einen Lift entwickelt, das heißt, die Schwerkraft überwinden kann. Hal Puthoff, Institutsleiter und renommierter Experimentalphysiker, zeigt Jörg Schauberger den Teststand. Puthoffs Mitarbeiter Scott Little überprüft mit einer Stroboskoplampe, ob sich das Material bei steigender Tourenzahl verformt. Bei 2000 Umdrehungen in der Minute werden die Tests abgebrochen. Man befürchtet, dass die über ein halbes Jahrhundert alte Maschine auseinanderfliegt. I must say, one of the things I was impressed with was Ich muss sagen, ich war beeindruckt von der Qualität der Konstruktion, die ja aus den 40er Jahren stammt. Zum Beispiel die Lagerung, die eine rundlaufende Drehbewegung ermöglicht. Und so konnte ich den Zweck erkennen, eine Art Luftwirbel zu erzeugen. Wir wollten überprüfen, ob bei hoher Drehzahl ein Auftrieb erzeugt werden konnte. Was war das Ergebnis? Leider konnten wir keinen Auftrieb feststellen. Nun, es gibt zwei unklare Punkte. Wir hatten Bilder von dem Aggregat und so stellten wir fest, dass mindestens zwei Teile fehlten. And there were at least two parts of the device that were not provided us. Von einem der Teile hatten wir Fotos. Und so waren wir in der Lage, dieses Teil nachzubauen. Und es gab noch eine weitere kleinere Abdeckhaube, die uns nachgeliefert wurde, aber ohne weitere Informationen. Wir sind nicht sicher, ob diese Haube wirklich dazugehörte. Als wir keinen Effekt feststellten, wussten wir also nicht, ob doch noch ein bedeutendes Teil fehlte. Zum ersten Mal sieht Jörg Schauberger das Innenleben der letzten Repulsine seines Großvaters. Was ist sein Resümee? Also das, was man von den Schauberger fliegenden Untertassen sich erwartet, das ist leider nicht eingetreten. Man muss aber dazu sagen, dass eben nicht alle Teile vorhanden sind, vor allem aber auch nicht jene Katalysatoren, die man nach Viktor Schauberger braucht, um seine Maschinen naturrichtig bewegen zu können und um einen Effekt damit erzielen zu können. Dieser Effekt sollte ja sein, dass man Energie gewinnen kann, ohne Ressourcen zu vergeuden, dass derartige Maschinen einfach nur mit Wasser oder mit Luft laufen. Werden wir sehen, was rauskommen wird. Es wird also noch einige Zeit ins Land gehen, bis dass man mit neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit treten kann. Jörg Schauberger hat im Moment ein ganz anderes Ziel. Er folgt den Spuren seiner Vorväter bis an die Grenze von Texas zu Oklahoma, dem aus Wildwestfilmen bekannten Red River. Am 1. Juli 1958 besteigt Viktor Schauberger in New York ein Flugzeug nach Dallas, Texas, begleitet von seinem Sohn Walter und seinem Schwiegersohn, dem Arzt Walter Luib. Den Aufenthalt in den USA haben ihnen amerikanische Geschäftsleute schmackhaft gemacht. Vor allem der deutschstämmige US-Amerikaner Carl Gößhammer. Er sah in der Explosionstechnik keine Zukunft mehr. Er hatte von Viktors Konzepten zur Erzeugung quasi kostenloser Energie erfahren. Die Entwicklung und Vermarktung dieser Ideen wollte er aber im damaligen Land der unbegrenzten Möglichkeiten realisieren. Mit einem reichen US-Finanzier im Hintergrund sollte das Projekt in Texas beginnen. Und so kommen Viktor und Walter Schauberger im Sommer 1958 in eine abgelegene Steppenlandschaft im Norden von Texas.
Die drückende Hitze macht dem damals 73-jährigen Viktor schwer zu schaffen. Doch er hofft, hier endlich sein Lebenswerk vollenden zu können. Enkel Jörg auf Spurensuche. Das einzige Foto, das sein Vater und Großvater zusammen in Texas zeigt. Jörg begibt sich nach Denison, dem Geburtsort des damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Das ist eine Postkarte vom Geburtshaus von Präsident Eisenhower. Sie zeigt das Haus, wie es 1958 ausgesehen hat, als mein Vater diese Karte nach Hause geschrieben hat. Und zwar im Juli 1958, wo er schreibt, es geht uns wirklich gut, wir sind bester Laune. Also das war der Beginn dieser USA-Expedition, dieses USA-Abenteuers meines Großvaters und meines Vaters. Jörg fährt in die nahegelegene Kleinstadt Sherman. Karl Gershheimer hatte hier einen Geschäftsfreund, Harold Totten. Und der besaß eine Gießerei, die Röhren und Bohrgestänge für die Öl- und Gasförderung herstellte. Die Firma ist heute noch im Besitz der Familie Totten und heißt, wie damals, Washington Iron Works. Als ich ausstieg aus dem Auto und das erste Mal in das Büro der Washington Iron Works hineingegangen bin, da hatte ich schon ein ungewisses Gefühl. Wir hatten versucht, Kontakt aufzunehmen via E-Mail. Wir haben keine Antwort bekommen. Also war es ungewiss, wie ich empfangen werde da drinnen. Doch der Firmenchef ist freundlich und Jörg kann sich auf dem Werksgelände frei bewegen. Er findet die alte Fabrikhalle, in der die Schauberger-Apparate gebaut werden sollten. Leider kam es nie dazu. Die Prototypen aus Österreich trafen erst mit 2 Monaten Verspätung ein und wurden dann auch noch unfachmännisch behandelt. Einige Teile landeten später in der Garage von Karl Gershheimer, wo sie dann viele Jahre danach Richard Feierabend gefunden hat. Der heutige Chef von Washington Iron Works, Wally Totten, zeigt Jörg seine Produktionsmaschinen, die Präzisionsteile aus Aluminium herstellen. Wally Totten kann sich noch gut an Viktor Schauberger erinnern, wegen seines Rauschebarts, der ihn aber eher an den Weihnachtsmann erinnerte. Der damals noch in der Ausbildung stehende junge Mann konnte das Projekt nicht einordnen. Erst später hat er von seinem Vater Details erfahren, vor allem über den Initiator des Projekts, Karl Gershheimer. Mein Vater war sehr verbittert darüber, wie Karl mit den Projektbeteiligten umging. Er spürte, dass Karl das Projekt zum Scheitern bringen würde. Niemand weiß, warum. Aber mein Vater war sehr davon überzeugt, dass Karl einen sehr negativen Einfluss auf die gesamte Situation hatte und Zwietracht unter den Leuten säte. Jörg Schauberger ist nicht überrascht, denn er weiß, dass das Texas-Projekt in einem Fiasko endete. Kommunikationsprobleme und Missverständnisse führten schon nach wenigen Wochen zur Zerstörung des gegenseitigen Vertrauens. Viktor weigert sich, länger als 3 Monate hier in Texas zu bleiben. In dieser Gaststätte haben Viktor und Walter Schauberger öfters gefrühstückt. Nun bringt Firmenchef Wally Totten Jörg in seinem Porsche zum ehemaligen Landhaus seiner Familie, gut 10 Kilometer außerhalb von Sherman. Hier draußen waren die österreichischen Erfinder einquartiert. Das Anwesen wurde von Familie Totten vor 20 Jahren verkauft. Heute ist es in einem heruntergekommenen Zustand. Wally Totten tut das leid, denn 1958 sah es hier noch anders aus. Damals pflegte mein Vater sein Anwesen wie einen Golfplatz. Es gab einen Sprossenzaun aus Holz um einen Teich herum. Wir hatten Pferde und Rinder. Etwas Besonderes, nicht so wie heute. Es bricht mein Herz, das so zu sehen. Ich bin froh, dass mein Vater das nicht sehen kann. Hier verbringen Viktor und Walter Schauberger die meiste Zeit ihres Texas-Aufenthalts. Sie schreiben Briefe und Aufsätze und fertigen Projektskizzen an, für die sich die Amerikaner aber plötzlich kaum mehr interessieren. In den ersten Tagen und Wochen waren sie ja noch
sehr optimistisch und voller Zuversicht, dass das Projekt hier zum Durchbruch gelangt, dass sie hier erfolgreich sein werden in den USA. Und mit den Wochen, mit dem Verurteiltsein zum Nichtstun hier draußen, sind die Briefe immer pessimistischer geworden, bis dann eigentlich für alle Beteiligten ein Punkt erreicht war, wo es nicht mehr weitergegangen ist. Das Ende war, dass mein Großvater einen Vertrag unterschrieben hat, wo er alle seine Ideen, alle seine Patente und Gedanken an ein amerikanisches Konsortium übertragen hat, nur damit er heimfliegen konnte. Und wie man weiß, 5 Tage später, nachdem er zu Hause war, ist er gestorben. Ich sah ihn als einen Mann mit großen Offenbarungen. Wenn man in den 30er Jahren und weiter Viktor Schauberger gehört hatte, waren wir von all diesen Katastrophen verschont, die wir heute haben und die wir erwarten. Es kann nicht anders sein. Keiner hat wie ihn die Probleme des Lebens so gründlich erfasst wie er. Wir können nicht ohne eine lebendige Natur leben. Das ist doch einfach. Viktors Sohn Walter Schauberger war Diplom-Ingenieur und versuchte, die empirischen Erkenntnisse seines Vaters in einer mathematischen Theorie zu formulieren. Er studierte das Monokord, ein Saiteninstrument, das schon Pythagoras anspielte, um die Harmonie im Universum hörbar zu machen. Wenn Sie eine Saite halbieren, klingt sie doppelt so hoch. Wenn wir nur ein Drittel der Saite nehmen, klingt sie dreimal so hoch. Wenn wir sie vierteln, viermal so hoch. Und so weiter. Aus dieser Gesetzmäßigkeit hat mein Vater Walter Schauberger sein Tongesetz abgeleitet. Für ihn ein universelles Gesetz, das Gesetz des Universums. Stellt man dieses Gesetz grafisch dar, erhält man eine Hyperbel. Das ist eine Kurve, die aus dem Unendlichen kommt und ins Unendliche geht. Lässt man die Hyperbel um die Y-Achse rotieren, erhält man den hyperbolischen Kegel. Walter Schauberger nannte ihn den tönenden Turm. Stellt man diesen Kegel auf den Kopf, erhält man einen Trichter, den hyperbolischen Trichter. Diesen Trichter und den darin eindrehenden Wasserwirbel kennen wir bereits. 1986 wurde der Trichter hergestellt. Im August desselben Jahres macht Walter Schauberger mit ihm die ersten Testläufe. Aus einem wabernden Chaos heraus entsteht eine stabile, pulsierende Struktur. Walter Schauberger bezeichnet diesen Wirbel als das Energieprogramm der Natur. Das ist frequenzgesteuert, diese Doppelspirale. Und statt Frequenz sagen wir Drehzahl. Und dann ist sie unten weiß. Um den Zopf in der Mitte drehen sich unzählige Gasbläschen in Spiralbahnen. Ein Energiewirbel mit Modellcharakter. In natürlichen Flussläufen bilden sich Längswirbel, wie gezeigt, so aus. Die von Walters Vater Viktor geforderte Einrollbewegung zeigt sich auch in der räumlichen Spirale um den hyperbolischen Kegel. Wenn man diesen schräg durchschneidet, erhält man eine ovale Schnittfläche, die der natürlichen Eiform entspricht. Schon 1609 vermutete der Astronom Johannes Kepler, dass die Planetenbahnen ovale Bahnen sind, die er dann aber als Ellipsen beschrieb, weil Ellipsengleichungen damals schon bekannt waren. Der hyperbolische Kegel, der tönende Turm, ist also ein Bindeglied zwischen der Harmonie des Pythagoras und der Astronomie von Kepler. Walter Schauberger fasste seine mathematische Theorie unter dem Begriff Pythagoras-Kepler-System, PKS, zusammen. Für Walter, hier Filmaufnahmen aus dem Jahr 1972, war das Ei die ideale Form für technische Apparaturen, in denen Gemische, Lösungen oder Emulsionen hergestellt werden können.
Ein eiförmiger Reaktor sollte neue Möglichkeiten der Energiegewinnung aufzeigen. Doch Geldmangel beendete die Versuche. Walter Schauberger erhielt mehrere Patente für einrollende Behandlungssysteme für flüssige und gasförmige Medien. Ein solches Gerät kam 1967 bei den Hamburger Wasserwerken zum Einsatz. Der damalige Abteilungsleiter Gerhard Sprickelmeier kann sich noch an die Versuche erinnern. Schaubergers parabolförmige Rühranlage stand am Boden eines Wasserbeckens. Ein Unterwassermotor erzeugte mit einer Schraube einen Sogwirbel. Ja, wir haben also versucht, dort Chemikalien hinein zu dosieren, da die Einmischung von Chemikalien ins Wasser immer etwas problematisch ist. Und dies mit gutem Erfolg. Wir haben Herrn Schauberger sehr gern aufgenommen, ein vielseitig gebildeter und interessierter Mann. Deswegen haben wir ihn auch Herrn Schlauberger genannt und haben also hier diese Versuche gemacht, die sich aber letztendlich dann nicht mehr als notwendig erwiesen haben, weil wir andere Dosiermöglichkeiten denn doch gefunden haben. Trotz Erfolgen bei der Reduzierung des Chemikalieneintrags endete das Hamburger Projekt unrühmlich. Die Parabolschüssel wurde zweckentfremdet zu einer Pflanzenschale von über 2 Meter Durchmesser. Walter Schauberger war nicht nur Biotechniker, sondern auch ein früher Umweltaktivist. Bereits 1949 gründete er die Grüne Front, eine der ersten Umweltschutzorganisationen Österreichs. Vorrangiges Ziel war die Wiederaufforstung. Schauberger pflegte enge Kontakte mit den Men of the Trees in England und mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, hier bei einer Veranstaltung mit dem deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss. 1970 gründet Walter Schauberger die Pythagoras-Kepler-Schule PKS in Bad Ischl. Die Seminare und Vorträge dienen der Förderung naturgemäßer Technik. Der Ingenieur und Fachjournalist Gottfried Hilscher war oft zu Besuch in der PKS und hat als erster deutscher Autor den Energieansatz von Walter Schauberger in einem Buch beschrieben. Wäre ein Tornado eine Maschine, dann dürfte sie nicht funktionieren. Denn im Lehrbuch steht, man kann keine Antriebsenergie aus der Wärme der Umgebung beziehen. Der Tornado tut aber offenbar genau das. Das Bewegungs- und das Energieprogramm der Natur heißt Implosion, nicht Explosion. Und das heißt Sog statt Druck. Bewegung nach innen statt nach außen gerichtet. Walters Frau Ingeborg Schauberger kann sich auch im hohen Alter an eine mutige Aussage erinnern. Man muss nicht das, was in den Büchern so genau erklärt wird und so weiter, nachbeten, sondern selber denken und zwar in der anderen Richtung. Wie der Vater seinem Sohn gelehrt hat, Walter, wenn es in der Technik ist, musst nur um 180 Grad anders denken, dann wird's richtig. 1996, 2 Jahre nach Walter Schaubergers Tod, werden an der PKS die Seminare wieder aufgenommen. Zu den ersten Referenten und Unterstützern zählen Kurt Lorek, Norbert Hartum und Uwe Fischer, Maximilian Mack, Konrad Richli und Wilhelm Martin. Seit dem Jahr 2000 veranstalten Ingrid und Jörg Schauberger die PKS-Seminare. 2006 ist der englische Strömungsforscher John Wilkes zu Gast. Er entwickelte sogenannte Flowforms, in denen das Wasser über schalenförmige Kaskaden rhythmisch pulsiert. Sie dienen der Wasserbelebung und der künstlerischen Landschaftsgestaltung zugleich. Nun steht eine solche Flowform auch vor der PKS-Villa in Bad Ischl. Das dazugehörige Biotop ist, wie es sich für eine Schauberger-Einrichtung gehört, eiförmig. Die Vision vom Forellenantrieb. Die Konzepte und Anwendungsbeispiele naturrichtiger Biotechnik sind sehr vielfältig und in ihrer Gesamtheit noch lange nicht erfasst. Jörg Schauberger mit einem Ausblick. Die Erkenntnisse Viktor und Walter Schaubergers sollten als Einladung verstanden werden, sich inspirieren zu lassen. Also nicht am Buchstaben zu kleben, sondern eigene Ideen und Gedanken zu entwickeln. Für eine Zukunft mit der Natur
und nicht gegen sie. Frei nach dem K&K-Motto meines Großvaters, die Natur kapieren und sie kopieren. Und wir könnten ein drittes K hinzufügen, mit der Natur kooperieren. Ottmar Grober in der Steiermark kooperiert schon lange mit der Natur, indem er seine Bauwerke in den Fluss hineinsetzt und so die Ufer schützt und gleichzeitig das Wasser belebt. Nach seiner Pensionierung will Grober eine Turbine für Staukraftwerke entwickeln. Es soll eine Bioturbine nach Grundsätzen von Viktor Schauberger werden, die trotz höherer Energieausbeute das Wasser nicht mehr zerschlägt und auch den Fischen eine Chance lässt, weiter gegen den Strom zu schwimmen. In Schweden belebt die Schauberger Gruppe von Malmö mit ihren Verwirbelungssystemen zahlreiche öffentliche und private Teichanlagen. Mit sichtbarem Erfolg. Der neue Superwirbler von Batrico trägt feinste Luftbläschen in das Wasser ein und erzeugt dort quasi das Gegenteil von Nebel. Also keine Wasserbläschen in der Luft, sondern eben Luftbläschen im Wasser. Eine effiziente und vielversprechende Methode, zum Beispiel für die Belüftung von Klärbecken. Der Verein für Implosionsforschung im Schwarzwald wird weitere Repulsinentests mit Katalysatoren, zum Beispiel Kieselgel, durchführen. Und dort, wo dieser Angler steht, macht Felix Hedigers Wasserbelebungsgerät Belebula gleich seine Jungfernfahrt. Der durch menschliche Nährstoffzufuhr veralkte Teich darf sich freuen. Für dieses Wasserbelebungsgerät brauchen wir insgesamt 4 Pumpen. Wir haben hier eine eigene Pumpenentwicklung. Diese Pumpen sollen das Wasser auf naturrichtige Weise befördern. Sie sollen das Wasser nicht wie herkömmliche Zentrifugalpumpen zerschlagen und schädigen. Man sieht, dass der Rotor schraubenförmig und spiralförmig aufgebaut ist. Das ist typisch für die Schaubergerei. Und insofern ist diese Pumpe auch durch Schauberger inspiriert und Schauberger Technik. Die Pumpen, mit Solarstrom betrieben, holen kaltes Wasser aus 3 Meter Tiefe herauf. Zunächst gelangt es in Verwirbelungseier, in denen sich ein Einsatz mit Mineralien befindet. Dann steigt das Wasser in Wendelrohren weiter nach oben, um dann durch hyperbolische Trichter oder als freier Strahl in sich selbst zu fallen. Was würde wohl Viktor Schauberger zu diesem Wasserbelebungsgerät sagen? Wir wissen es nicht. Dennoch soll der österreichische Universaldenker das letzte Wort in diesem Film haben. Wer 100 Jahre vorauslegt, der versteht die Gegenwart nicht. Und den versteht auch die Gegenwart nicht. Man spricht, man sieht die Dinge ganz anders. Man spricht eine Sprache, die den heutigen Wissenschaftler fremd ist. Und nun stellt sich im Laufe der Jahre in etwa so ausgereift, dass wir nun vor einer Alternative stehen, die wirtschaftlich, politisch, sozial und so weiter ungeheure Ausmaße annimmt. Ich behaupte sogar, dass dort das neue Entwicklungszeitalter auslöst.